hatten gestern eine Zusammenkunft einberufen durch die EVG in Eberswalde, wo wir die Landtagsabgeordneten des Landkreises Eberswalde sowie die Bundestagsabgeordneten Uckermark Barni eingeladen haben, um hier gemeinsam eine Resolution zu schreiben, die ich heute dem Herrn Dr. Grube übergeben habe, zum Erhalt des Standortes. Und diese Resolution wurde von allen dort anwesenden Mitgliedern unterschrieben. Und ich bin froh darüber, dass wir den ersten Schritt dahin getan haben. Denn nur mit der politischen Seite und mit dem politischen Druck können wir hier auch was ändern. Und wir hoffen, dass wir was ändern. Warum darf Zwickau nicht geschlossen werden? Der überwiegende Teil der Mitarbeiter ist über 55. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ein Mitarbeiter, der ist technischer Ingenieur für Güterwagen bei uns. Der hat einen pflegebedürftigen Schwiegervater, der Alzheimer erkrankt ist, im Haushalt leben. Wenn der seinen Job verliert, der ist, glaube ich, 57 oder 58, der fährt nicht nochmal, der kann gar nicht weg. Probleme sind hausgemacht und jetzt sollen die Kolleginnen und Kollegen in der Fahrzeuginstandhaltung, aber auch in den anderen Dienstleistungsbereichen die Zeche bezahlen. Das ist einfach ungerecht, aber auch aus unserer Sicht unnötig. Die Beschäftigten in den Werken in Eberswalde und in Zwickau und in den Standorten bei Schenker-Rehl brauchen endlich Sicherheit, und zwar Sicherheit für ihre Arbeitsplätze. Sie brauchen in der Tat keine Beruhigungspillen, sondern sie wollen ernst genommen werden. Wir wollen als EVG gemeinsam mit den Betriebsräten ernst genommen werden, wenn es darum geht, Alternativen zu prüfen. Derzeit, und das hat Herr Grube leider heute auch wieder deutlich gemacht, sei die Entscheidung der Werkeschließung alternativlos. Das ist nicht so. Der Vorstand hat aus unserer Sicht auf der Basis falscher Zahlen entschieden. Und das müssen wir ändern, und wir müssen zu neuen Entscheidungen kommen.